Ist dann immer noch frei. Ich scheint ein bisschen tot zu sein, habe ich das Gefühl. Na gut, egal. Wir schnappen uns jetzt unser Boot und wir gehen mal zu dem großen Schiff, würde ich sagen. Denn nämlich das böse Ungeheuer, was uns immer angreifen will da vorne, ist nämlich auch nicht, ist zwar da, aber es tut uns jetzt nichts mehr. Ja, ja, willkommen. Ja, ich freue mich schon mal im Boot. Und dann fahren wir mal dahin. Wir können da. Toll, im Rang geht schon, nice. Oh, wir werden unten gezogen, warum? Hä? Irgendwas zieht uns. Was ist jetzt los? Hallo? Was ist hier los? Oh, wir sind gegen einen Riff gelaufen, nice. Habe ich ja super platziert gehabt. Upsi, ja, hallo? Oh, ich wollte schon, ist das jetzt so ein Schräg, dass ich nicht mehr hochlaufen kann oder was? So, dann fahren wir einfach mal ein bisschen so, dann fahren wir ein bisschen so. Vielleicht reicht das ja schon. Aus, um uns hier wegzubringen. Höher kann ich irgendwie gerade nicht. Aber scheint zu reichen. Es ruckelt teilweise immer ein bisschen was. Finde ich ein bisschen schade. Aber wir haben auf jeden Fall einen phänomenalen Ausblick hier. Könnt ihr umschauen und dürft trotzdem geradeaus weiter, nice. Ich weiß gar nicht, wo ich genau hin muss, wo der Eingang ist von dem Schiff, aber... Ja, selber war ich auch noch nie in dem Schiff drin. Das ist schon so tief, dass wir fast den Boden gar nicht mehr sehen können. Wir können auch den Boden erahnen. Wir schwimmen auf meinen rum. Hui! Wir müssen jumpen. Mit dem Schiff. Hui! Jump. Aber es ist ein bisschen kalt hier drin, ne? 10,5 Grad gerade mal. Das hat mir dann eher erfrieren. Ein bisschen, aber erfrieren jetzt nicht, aber es sollte auch eigentlich kalt sein. Oh ja, jetzt hat es aber gerade richtig geleckt. Ich habe echt teilweise richtig krasse FPS-Einbrüche. Also die FPS gehen hier teilweise wirklich von so 150 auf 60 runter und so weiter. Und sieht einfach teilweise so richtig laggy aus. Aber ich habe natürlich alles auf High stehen hier, ne? Wenn du Bescheid wisst. Ich gucke die ganze Zeit, ob wir irgendwo das böse Monster vielleicht mal sehen, aber dann kommen wir es erkennen. Aber noch ist es uns nicht begegnet. Hat es, glaube ich, dann auch spätestens, dann wenn es auftaucht. Das ist auch so kacke an diesem Monster, es spawnt einfach random und ist einfach relativ nah. Heißt, du hast eigentlich gar keine Chance zu entkommen. Deswegen ist mir zum Beispiel im Stream mal passiert, dass ich einfach so ein Seemorph, heißt das Ding, glaube ich, das hier hinten drin haben, ne? Einfach verloren haben. Weil es das sich einfach gekrallt hat, das Scheißvieh. So, wir müssen gleich eigentlich hier vorne ankommen. Da müssen wir eigentlich reinkommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Jetzt ist das hier aber anscheinend noch nicht gespawnt. Ich bin so an der Oberfläche, dass es nicht erscheint, oder wie? Ich weiß es nicht. Kann ich da eigentlich was machen? Ach, hier kann man auch das Design von unserem Schiff ändern, genau. Da war ja was. Also. Haben wir hier schön diese Ping-Geräusche. Ist schön, ist schön. Jetzt sieht man leider auch, die Texturen sind einfach... Von Weitem... Schick, vom Nahen, pfui. Ich weiß auch nicht, wo ich hier reinkommen soll. Ich muss hier rumfahren. Ich meine, es wäre hier vorne gewesen, nicht hinten der Eingang. Also im Kreis einfach mal das Schiff hier. Ist ja kein Problem. Und ich muss vielleicht tauchen oder so. Was ist das da? Sieht merkwürdig aus. So. Ich finde, wir sind ein bisschen langsam mit dem Schiff. Ich muss mal gucken. Ja, ich weiß nicht, wo es das Schiff ist. Ne? Vielleicht ist es einfach so schon... 20 km/h, die wir in der Mitte fahren. Das ist einfach ein Loch. Ist etwa Pixelfehler? Ne? Haben wir etwa Fehler entdeckt? Wer weiß das schon? Jetzt ist doch gerade wärmer, habt ihr gesehen? Es war gerade 12 Grad. Also ist das die Umgebungstemperatur, nicht die Temperatur, wie wir im Schiff haben. Was soll die? Sollte echt kurz drin bleiben. Oh. Jetzt bin ich irgendwo gegengefahren oder ist hier einfach Wand? Ne, hier ist nicht einfach unsichtbare Wand. Ich bin hier gegen die ganze Zeit, frage ich mich. Komisch. Ich finde es einfach diese Löcher. Einfach Löcher sind da wirklich. Und einfach in das Schiff reingucken kann. Wie ihr seht, da ist einfach nix. Boah, ich finde, dass dieses Schiff auch ein bisschen arschlang ist. Es war aber gerade ein bisschen kalt. 8 Grad, ey.
Also die ganze Zeit nach kaltem, gerade im Wasser zu schwimmen, ist, glaube ich, nicht gesund. Also gerade habe ich die Schläge gesehen, dass das Schiff komplett kaputt ist auf der anderen Seite, ja? Also wie ihr seid jetzt hier so, oh, hier ist jetzt zu. Dann muss ich auch mal tauchen vielleicht. Wir tauchen also einfach mal, Ist nur die Frage, wie wir nochmal tauchen. Ich weiß gerade nicht, wie Tauch war. Hallo, hallo? Wie kann ich eigentlich hier runter? Das Wetter dauert mir jetzt gerade ein bisschen zu lange. Wir nehmen uns einfach unser viel mobileren, agileren Seemorph jetzt. Zack, einmal abklicken. Danke. Hier komm ich mir viel, viel schneller mit vor irgendwie. Viel, viel agiler. So, aber wo komme ich denn jetzt hier rein? Ich will irgendwie runtertauchen. Ne, ist überall Wand. Toll. Mann. Wir können auch mit super springen. Wo muss ich denn hier ran? Ich fand auch geil, dass das hier auch einfach auf Grund gelaufen ist irgendwie. Ich weiß echt nicht, wie ich hier reinkommen soll. Hat sich mir noch nicht erschlossen. Ah, kleine Scheißviecher. Ja, noch mal kleine Scheißviecher. Vielleicht kommt gleich auch ein großes Scheißvieh. Aber diesmal brauchen wir keine Angst dafür. Was ist das denn? Ist das einfach Lava? Ist das? Lol. Hoppala. Natürlich super, wenn wir jetzt mit dem Ding auf Land stoßen würden, also landen würden, das wäre natürlich mega kacke. Komm ich eigentlich auch noch so rein. Also jetzt sind sie mit dem Ding echt viel agiler. Wo muss ich denn hier rein? Ich konnte doch immer hier rein. Nicht immer, aber ein Patch. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wo komme ich hier rein? Was will mir bitte einer sagen? Das ist die ganze Zeit für komische Dinger da. Hey, nicht dagegen springen. Lol, wie weit sind wir denn hochgesprungen? Die Texturen sind einfach grottig. Boah, ich so oh, und dann auch noch so flimmern. Große Texturen. WTF? Wo macht man sowas? Das hätte man echt schöner machen lösen können. Ist das hier vielleicht ein Eingang? Oh, das ist auf jeden Fall jetzt so ein großes, böses Vieh erschienen. Nice. Kommen wir da rein? Ist das der Eingang? Ich weiß es nicht. Schnauze. Scheint auf jeden Fall nicht der Eingang zu sein. Wo bist du denn, du Böses? Was ist das denn jetzt dafür? What the fuck? Sie ist nicht mal das böse große Vieh. Schnauze. Wenn du dich schon nicht zeigen willst. Über 11 Grad hatten wir gerade. Nice. Ist schön warm. Wo kommt man denn hier rein? Kann das mal bitte einer sagen? Was ist die ganze diese Lava, die hier runter schwimmt? Was soll das sein? Oh, ups. Hey, hey! Loslassen. Und da. Hier ist so ein kleiner. Der greift uns aber auch nicht an. Ich glaube, wir haben gerade ein paar Fische umgemäht. Oh, ups. Wir haben ihn totgefahren. Der ist neu. Was ist das denn für ein Vieh? Plotsch, nochmal. Einfach trotzdem mal gegenfahren. So, komm, aber wo komme ich denn jetzt hier bitte rein? Kann das mal bitte einer sagen? So, ich dachte, da wäre noch so ein Vieh. Ich weiß nicht, wo ich hier reinkommen soll. Ja gut, jetzt waren wir auch draußen so mal rumgefahren. Nice. Haben wir die Umgebung des Schiffs gesehen, aber irgendwie, ja, kommen wir hier nicht rein. Komisch. Haben sie es vielleicht wieder rausgepatcht oder so? Seht ihr mal, was ist denn hier unten? Vielleicht hier unten? Ne, hier unten ist auf jeden Fall nichts. Was ist ein bisschen Schrott? Na gut, dann lassen wir das einfach mal jetzt. Schiff will nicht. Hui, Platsch. Dann schwimmen wir mal zu unserem Pott wieder zurück.
Da konnten wir einfach mal schöne Unterwasserwelt, würde ich sagen. Also ich habe ja schon ein bisschen was gezeigt, was jetzt auch neu ist und so, im Gegensatz zu dem, was ich schon hatte. Lol, perfekt einfach. So, ich schau einfach mal. Hallo? Da kann ich jetzt. Ah, geht doch. Ich schau einfach mal ein bisschen unter Wasser, würde ich sagen. Einfach um das Feeling zu haben. Oh, hier wird es direkt kälter. Oh, hier haben wir Wale. Ah, da kommen da die Wale. Schauen wir mal zu den Walen. Na, ihr kleinen Fratze. Sieht immer noch so ekelhaft wie vorher aus, ey. Als wären das riesige Spilze oder so. Na gut, dann gucken wir uns doch hier direkt mal um. Hier, dieses rote Gebiet kennen wir auch schon. So, das ist gerade neu erschienen. Keine Ahnung, ob das neu berechnet wurde oder so. Das ist eigentlich gegen so einen großen Schimmel. Ist der dann kaputt? Nö, der wird anscheinend nur aggro. Schade eigentlich. Hier haben wir wieder so Algen-Ding. Okay, die kennen wir auch schon, die Algen. Da wollen wir auch nicht gucken. Wir wollen halt neue Biome gucken. So, müssen wir gegen Fische fahren vielleicht. Hey. Hallo. Ups. Er lebt aber weiter. Ups. Hey. Entschuldigung. Sonntagsfahrer, ey. Ups, das tut mir jetzt aber nicht leid. Aber dieses Platschgeräusch einfach, das ist einfach tierisch lustig, finde ich, sorry. Hier unten im Wasser, da geht es einfach nur steil bergab, dass hier nichts mehr ist. Das ist nämlich auch sehr oft. Hier ist einfach so steil bergab, dass einfach nichts mehr ist. Lol. Okay, es ist jetzt ein bisschen scheiße berechnet worden. Was ist das hier? Oh, Pilzwald. Der wird aber erst nachts, glaube ich, richtig aktiv hier. So, ich bin ein bisschen nervig, dass jetzt alles hier so nachploppt. Kann man gegen dich fahren. Das ist natürlich auch ein Agrofie, ne? Ups. Ja, du bist ein Agrofie, hat man an einem Geräusch gehört. So, wir sind auch schon bei 150 Meter tief, aber der Druck und so weiter ist uns eh jetzt egal. Hui. Blöp. Ups. Oh, lass dann kleine Dinger kaputt fahren. Ups. Upsala, upsala. Sind so kleine von den Dingern. Gut. So, haben wir hier noch irgendwie was Tolles? Hier muss irgendwas was sein. So, so. Halten sie einfach mal hier. Vielleicht finden wir noch ein bisschen. Lol, plupp, erscheinen und wieder weg. Nice. Ich will nochmal gegen so ein Ding fahren. Super gemacht. Plupp. Ups. Einfach ab. Hoppala. Ups. Ich bin auch ein Sonntagsfahrer, ne? So. Hoppala. Tut mir jetzt aber leid. I'm really sorry. Wow. Nice. Aber wo waren noch die anderen Gebiete, die ich zeigen wollte eigentlich? So ein bisschen die Frage. Waren die höher? Ne, ich glaube nicht, dass die höher waren. Die waren ja auf der gleichen Höhe. Ich kann mich auch nicht erinnern. Zum Beispiel, das letzte Mal, wo ich geguckt, am Stream geguckt habe, war dieses Pilzbiom einfach gar nicht da. Da war einfach diese komische Lichtalgenshow, die ich euch jetzt eigentlich zeigen wollte. Was ist das denn für Fische? Ups. Kenn ich auch noch nicht so wirklich. Erstmal hier ein bisschen auftauchen. Ich muss einfach woanders hin. Hier ist eine Insel. Ich hab hier, dann sind hier Inseln. Was ist so eine Lebensform? Lol, hui. Greifst du mich an? Lol. Das kenne ich doch gar nicht. Krass. Okay, wir haben einfach diese Fliegviecher. Okay, schön, die mal zu sehen. So, oh, springen wir mal weiter, Johnny. Ist ja lustig. Geil. Du kannst jetzt hier auch theoretisch was bauen, ne? Glaube ich zumindest. Habe ich ja noch nie gesehen, die Insel. Ja, ist eine Höhle. Ist eine Höhle. Das ist eine Höhle. Nochmal in die Höhle. Hallo, hallo, ihr kleinen Spinnviecher. Oh, die Höhle hat sogar ein Wasserding hier. Nice.
Wird's auch dunkler oder wird's einfach nur allgemein dunkler? Was findet man denn hier so in Höhlen? Ist das Gold? Gold, wow. Finden wir hier immer Gold? Uran? What the fuck? Was ist das hier? Hey, hör auf mich zu schubsen. Also sie sehen mich immer noch als Gegner an, wie es scheint. Also können wir halt nichts tun. Diamant, lol. Lohnt sich auf jeden Fall in diese Höhle zu gehen hier. Wenn man da Diamanten und so findet, das ist auf jeden Fall krass. Jetzt wissen, dass es hier sowas gibt. Guck mal hier, was liegt denn hier rum? Lithium, alles klar. Weil die Insel ist voll mit den Viechern, also muss man da echt aufpassen. Wir sind eindeutig aggro drauf. Hey, Leute, ich rutsche einfach runter. Ja gut. Ich glaube, das sollte auch erstmal wieder für einen kurzen Einblick reichen von Subnautica. Ihr habt gesehen, was da als Neues hier gibt. Also das Spiel macht sich echt mega gut. Und es kommt immer wieder was Neues dazu. Ich weiß nicht, warum wir jetzt hier in das Schiff nicht mal rein konnten. Das wollte ich unbedingt mal zeigen. Da wollte ich auch mal rein. Ich werde mich mal schlau machen. Dann werden wir vielleicht auch noch eine zweite Folge machen. Also beziehungsweise noch eine weitere Folge. Und dann mal schauen, was hier so noch abgeht alles. Und es werden natürlich immer wieder neue Patches kommen. Und ja, bei den Patches werden wir immer wieder mehr von dem Spiel sehen. Schön, dass die Viecher mich immer jetzt mal hochschlagen. Also, haut da rein. Warte, warte, ich schlage erst noch hier hin. Ich will diesen Sonnenuntergang. Geh da mal weg. Sehen aus wie diese komischen, wie heißen diese Head-Dinger bei von Half-Life 2? Ich weiß nicht mehr. So, mit diesem wunderschönen Sonnenaufgang und Untergang verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Yeah.